Guten Morgen, liebe Zuseher und Zuseherinnen. Wie viele von euch vielleicht wissen, haben wir beide früher Videos auf Englisch gemacht. Da wir jetzt auf Deutsch gewechselt sind und wir ehrlich gesagt keine Ahnung haben vom deutschen YouTube-Markt, haben wir gedacht, wir holen das jetzt nach. Aus diesem Grund haben wir uns auf der Plattform Social Blade die bekanntesten, beliebtesten und erfolgreichsten deutschen YouTube-Kanäle angesehen, werden uns deren Videos jetzt einmal näher führen und da analysieren, was wir besser machen können, wie wir mehr Zuschauer erreichen können und was in YouTube Deutschland überhaupt gut ankommt. Also, hallihallo Bibi! Hallihallo meine Lieben! Servus Case Freak! Servus Leute! Und hallo Simon! Hallo! Und viel Spaß bei B-Roll erobert den deutschen YouTube. Erforscht den deutschen YouTube-Markt. Willkommen zu B-Roll Forscht. Na gut, starten wir. Okay, dann nehmen wir eine der obersten YouTuber, würde ich sagen. Bibis Beauty Palace. So, Leute, Notizen bereit? Emojis. Emojis. Zensur, nein. Anscheinend. Ich bin nicht so schnell. Zensur kommt wirklich oft vor, das brauchen wir anscheinend. Also den, Brustvergrößerung. Zensiert ist es wirklich eine Brustvergrößerung. Das wir wirklich anwenden. Perfekt, na gut. Pranks schreibe ich auch gleich auf. Schreibe auf. Dann schauen wir uns mal an, was die gute Bibi zu bieten hat. Nehmen wir. Ja. Brustvergrößerung. 10 Kilo weniger durch diesen Gürtel. Nein, ich mach die Brustvergrößerung. Der Thumbnail hat funktioniert. Die Zensur ist gut. Dann schauen wir uns die Brust an. Sehe ich wirklich eine Bibi-Brust? Für euch ist das jetzt der Anfang, weil ich diese Zähne an den Anfang schneiden werde. Und wie und wo? Gerade oder was? So ein Plakat gesehen mit einer Frau mit fetten. Kenn ich doch. Jetzt sag schon mal. Kanal Nummer 2. Ape Crime. Gut. Was fällt uns mal auf? Was macht der? Ja, grelle Farben. Zehn Dinge. Versus. 15 Arten. Pfeile am Arsch. Pfeile am Arsch. Zahlen. Deutsche versus Ausländer. Oh Gott. Normale Menschen versus ich. Oh Gott. Also schauen wir mal. Deutsche versus Ausländer. Versus. Oder? Ausländer. Nein, die war das, Mann. Voila. Nein, der hat kein Verrückter, Mann. Die hat Augenbrauen gemacht, gezupft da. Oh Gott. Dankeschön. Du bist ein guter Junge. Warte, was? Die verpasst. Dankeschön. Das ist cool. Ich liebe Zooms. Was soll ich machen? Ja, gut. Ja. Schnelle Cut versus... Rot, Teile, Zahlen. Es wird Zeit für den nächsten... Ja, gönnen wir uns mal Simon Dessio, ne? Mir ist aufgefallen, er hat gleich einmal auf den ersten Blick hat er gleich zwei Betrogen-Videos. Gut, Maxi, betrüge mich! Max, ich bin zu Hause! Hä? Betrüge dich! Dann schauen wir uns mal ein Video an. Der Kackwurst-Prank, das klingt doch mal nach einer guten Unterhaltung. Du hast das Video von gestern nicht gesehen? Ja, dann erstmal hier unten in der Videobeschreibung raufklicken, ne? Habt ihr schon unseren Deutschrap-Prank gesehen? Nein? Dann bitte den Deutschrap-Prank jetzt hier unten in der Videobeschreibung anklicken und genießen. Schreibt in die Kommentare die lustigsten Dish. Mehr Kommentare, ihr müsst mehr kommentieren. Kann dieses Video 20 Kommentare erreichen? Schreibt doch runter, Scheiße, ihr seid blöd. Scheiße, mehr Kackwurst-Pranks auf eurem Channel. Mir egal. Und. Sieht auf jeden Fall realistisch aus. Dreimal Tesas im Waschbecken gehalten. So sieht scheiße aus. Mehr elektronische Musik, Maxi. Mehr elektronische Musik. Ich bin schon am Schreiben. Open it. Is my Dudu. Is my Kaka. Dagi B. Sie küssen alle so viel. Wir müssen mehr küssen. Das ist mein Kaki. Wir brauchen eindeutig... OMG. 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 Ich möchte ein OMG-Video sehen. Ja, nein, ich möchte eindeutig, über das hat man früher gelacht sehen. Hello und ganz herzlich willkommen zu einem neuen
neuen Video von mir. Kurze Info für euch über YouTube. YouTube-Videos über 10 Minuten werden von YouTube bevorzugt, promoted, da man mehrere Werbungen schalten kann. Ich denke, sehr, sehr viele da draußen werden so geblendet von dieser, oh, man muss schlank sein, man muss... Schon. Dieses aber Video heißt, Video, über ja. Das hat man früher... Felix von der Laden, Lev Lloyd, mal schauen wir uns an. Ich wäre dafür, dass wir mittlerweile die Augen zumachen und einfach auf irgendwas draufklicken. Okay, dann sag einfach... Stopp! Felix von der Laden. Du bist tatsächlich wieder auf demselben Kanal, auf dem du vorher gerade drauf geklickt hast. 16 Minuten, 9 Minuten, 15 Minuten, 9 Minuten, 10 Minuten, seht ihr, was ich meine? Ja, das wird doch lieber. Happiness is only real when shared. Also scherzt auf dieses Video. Ich ziehe mich aus für Klicks, kein Clickbait. Wo? Wenn ihr dieses Video angeklickt habt, um meine Möpse zu sehen, dann muss ich euch leider enttäuschen. Ihn kenne ich schon von früher, das Einzige, den ich... Und den Simon, das habe ich auch früher schon gekannt. Aber ihm... Da merkt man wirklich, dass ein Team mit viel Ahnung dahinter steckt. Fragen. Parodien. Na gut, dann schauen wir uns mal die Justin Bieber Let Me Love You parodieren, da du ja mit Justin Bieber Konzert warst letzten März. Aber nur zum... Wer? Melina? Es geht um die Person, der um den Kanal, den wir davor gesehen haben. Nein. Gut, ich habe Bock auf Sami Slimani. Oder auch nicht. Paola Maria. Ich kann keine Emojis mehr sehen. Und dafür habe ich mir den besten Sneaker-Junkie auf ganz YouTube geholt. Und sie wird uns einiges dazu erzählen. Sie. Also super gespannt, ich würde sagen, ich lasse. Hey, Max ist der beste Sneaker. Hat? Auf YouTube, okay? Ich glaube, sie ist Junkie gesagt. Junkie, Sneaker-Junkie. Paola? Bitte. Kollaborieren mit uns. Ja. Nein, Lauren Coco X. Oh, das ist was für uns. Das da kann man. Ich bin interessiert, warum man nie mit seinem ersten Freund duschen sollte. Warum? Das war ja Folge 10 und da ging es auch um sehr peinliche und Schluss. Der Link zur Verlosung ist unter in der Infobox. Ihr müsst mir einfach nur eure peinlichste Geschichte an mädchenfels@web.de schicken und mein Freund sucht die Geschichten dann aus und ich lese sie jetzt gleich zum allerersten Mal. Passiert hier. Anscheinend kommt Schminke gut an. Ach so, ja. Der Niki zeigt euch jetzt, wie man irgend so eine Überdeckungscreme aufträgt. Ja, richtig. Man macht sich einen Streifen ins Gesicht. Okay, Leute. Und verteilt ihn dann nicht. Ich habe jetzt hier schon einen Streifen im Gesicht. Und den verteilt ihr dann. Julia Beauty X. Damit der Niki vielleicht heute noch sein Brustvieh bekommt, das ihm versprochen wurde. Jetzt keine Brüste mehr auf YouTube oder was? Oh Gott. Versus. Der Niki kommt noch aus einer anderen Zeit von YouTube, als es noch anscheinend Brüste auf YouTube. Gab es jemals sowas? Gab es eigentlich jemals nicht diese Community-Richtlinien? Konnte man jemals auf YouTube hochladen, was man wollte? Ich gebe euch einen Link in die Beschreibung. Krass, wir müssen einfach das Wort krass benutzen. Krasse. Krasses. 25 Ding. Krasse Last-Minute-Halloween-Kostüme. Halloween war doch nicht vor 3 Monaten. Nein. Danke. Dann würde ich sagen, wir sehen uns am Mein Freund kauft 20 crazy Dinge und ich teste sie. Diese Videoidee habe ich nicht selber gehabt. Die Idee zu diesem Video haben wir übrigens nicht uns selbst ausgedacht, die haben wir geklaut. Wir sind nicht originell, okay? Bitte abonnieren. Mit der ich es gesehen habe. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, oder? Würde ich auch sagen. Mir? Ja. Und das kommt auch gut an, das bunte Fehlerbildschirm. Ich glaube, es kommt doch gut an, mit jemandem zu reden, der nicht in der Kamera sichtbar ist. Habe ich recht? Jetzt sag ich endlich irgendwas. Jo. So, letzter Kanal. Love, Teeth and Lipstick. Mir fällt als erstes auf, dass sie nicht blond ist. Ich werde jetzt einfach blind auf ein Video zeigen und du machst das an, okay? Ich... Und das konnte man schlecht vorfilmen, deswegen kommt es heute einfach. Nachdem das anscheinend recht gut ankommt. Haben wir jetzt auch eine Kerze mit. Ja, perfekt. Ja, das ist doch ganz. Das macht das Ganze gleich cozy, ja. Das ist na gut. Wunderschön. Okay, los. Ich fest, die Palette ist nämlich wirklich heftig. Ja,
die sieht so aus. Also falls ihr die gewinnen wollt, dann schaut auf jeden Fall. Na gut, das war unser Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns auch in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, macht den Daumen blau. Und wir hoffen, ihr habt uns auf Facebook geliked, auf Instagram gefollowt, auf Twitter gefollowt, Niki auf Snapchat gefollowt. Ich hoffe, ihr habt uns abonniert, damit ihr kein Video mehr verpassen könnt. Seht euch auch bitte das nächste Video an, das wir wieder hochladen werden. Und ich hoffe, ihr habt euch auch schon das alte Video angesehen. Teilt dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, ihr konntet ein paar nützliche Tipps mitnehmen, wie man ein erfolgreicher deutscher YouTuber wird. Tschüss!